Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Neverwinter Night 2. Wir stehen hier in Bevels Haus und hier sind vorhin ein paar Bürger reingelaufen und da liegen zwei tot am Boden und da ist seine Mutter, die verletzt ist. Warte, die können wir doch bestimmt heilen. Aber der reicht doch bestimmt so ein kleiner Zauber. Okay, nee, sie hat doch ein bisschen mehr Leben. Okay, noch ein. Ist eigentlich ein bisschen sinnlos, ich weiß, aber ist rollenspieltechnisch. So eine Klerikerin lässt ja jetzt so eine alte Frau nicht einfach verletzt da stehen. Bevel, Jade, gut, dass ihr hier seid. Weiter. Mutter, was ist passiert? Wo sind diese Zwerge, die hier reinkamen? Als ich die Kämpfe hörte, brachte ich die Kinder fort und kam, um zu sehen, was los ist. Und plötzlich drangen diese Kreaturen ins Haus ein. Geht's euch gut? Es geht mir gut, aber die Kinder... Ich sagte den Kindern, sie sollen sich im Haus anschließen, aber jetzt sind die Kreaturen da und versperren uns den Weg. Glücklicherweise weckten diese Bestien auch die Hunde, die zwei die Kehle aufrissen, bevor sie sich im Wohnzimmer verbarrikadieren konnten. Wir haben von drin nichts mehr gehört und da sind sehr viele. Bitte helft uns. Die Tür lässt sich nicht verriegeln, Jade. Und die Hunde sind auch bereit, sich um unsere Gäste zu kümmern. Wenn wir die Tür öffnen, stürzen sie sich auf sie. Wenig Gesellschaft könnte nicht schaden. Ihr habt recht, Nasha, Hammelkotlet, Locke, kommt schon, folgt uns. Wir müssen auf die Jagd gehen. Also Nasha finde ich noch ganz schön, aber Hammelkotlet und Dingenskirchen, wer nennt denn seine Hunde so, die armen Tiere? Ja, ich fürchte dich doch nicht, du... Oh, könnt mal wieder sägen. Oh, Bevel, ey, du bist so ein dummes Stück Brot, das gibt's gar nicht. Ja, alle gesegnet. Ich will auch ein paar abhaben. Die Hunde können sogar sterben, das weiß ich noch. Wie ist mal einmal einer weggestorben. War ich so traurig. Weil, ja, die Hunde können doch nicht sterben. Obwohl die auch aussehen wie Wölfe, aber... Ja. Ja gut, wir sind ja auch hier im so Mittelalter-Setting, da waren das ja Wildhunde, also eigentlich auch fast mehr Wölfe. Hat man da auch schon Hunde gezüchtet? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, so ganz primitiv hat man welche gezüchtet. Ah, da ist ein Tisch. Mal sehen, ob da was drin ist. Nee. Ach, ihr habt das Ding schon längst geplündert, so goldgierig wie ich bin. Öffnen wir mal die Tür. Hallo, Kinder. Jade, wir hörten, wie sie sterben und um Gnade flehen. Ist Blut geflossen, können wir es sehen. Bevel, deine kleinen Kinder sollten weniger Filme ab 18 sehen. Ey, nein, warte, das sind deine Geschwister. Deine Geschwister sollten weniger Filme ab 18 sehen. Sie sind nicht gut für die. Schau mal, wie Dinge da brutal die veranlagt sind. Das will ich jetzt bestimmt nicht sagen. Ganz ruhig und schreit nicht so. Warum dich? Ihr habt sie auseinandergerissen und die Hunde auf sie gehetzt. Okay, ich bin auch kein Vorbild. Hör auf, Jade, das ist kein Spiel. Vergiss das nicht. Ja, ja, hör auf, Jade, die ist pädagogisch. Ach, halt den Mund, Bevel. Wir hätten uns heiser schreien können, bis du auftauchst, dummer Ochse. Wie reden die denn mit dem Bruder? Was für ein undankbarer kleiner Gott. Könnten immer noch sagen, die Dürger hätten sie geholt. Was? Nein, nein, Mama, nein! Sei still, der Spaß ist vorbei. Das gilt für euch alle. Jade macht nur Witze, also beruhigt euch. Ja, natürlich mache ich nur Witze. Schließt die Tür, verriegelt sie und schreit, wenn ihr noch mehr von ihnen hört. Tut uns leid, wir bleiben hier und sind ruhig versprochen. Ist ja nun gut, warum? Ich sehe schon, das mit dem Rechtschaff neutral wird nichts, mindestens auf dem Papier nicht. Eigentlich ja, ist eine normale Handlung, Kinder zu retten irgendwie. Ich wüsste jetzt nicht, warum man Kinder sterben lassen sollte. Wurfpfeil und Schuriken bringen nichts, deswegen lasse ich die hier. Ich nehme nur Sachen mit, die ich auch verkaufen kann. Das andere wäre ja doof. Wenn man Druiden hat, dann kann man ja mit Tieren reden und dann sagen die ein paar lustige Sachen. Zum Beispiel, Bevel stinkt wie ein Schwein oder Bevel ist so blöd und... Ja, von wegen, Hund, bester Freund des Menschen.
Ich mag ja Hunde eigentlich sehr gerne. Ja? Nimm dies. Hm. Beffel, pack mal mit an. Nimm dies. Ja. Durch plus 1. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Klerikerin kämpft lieber mit so mittleren Waffen. Statt mit so kleinen Waffen wie Dolch. Gut, dass ihr und Bevel rechtzeitig hier wart. Ja. Gab das jetzt keine Erfahrung? Ist ja doof. So erfahrungsgeil. Oh, neben mir liegt super leckere Schokolade und ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt nicht während der Aufnahme anfange zu fressen. Das zieht sich nicht so gut in einem Video, wenn da auf einmal einer anfängt zu essen. Ja, die zu debuffen und so, das lohnt nicht. Ah, der Grauzwerg sieht hier schön. Der wartet doch schon auf uns. Nein! Direkt auch aufgespießt. Wir sind weniger geworden, oder? Laszlo? Ah, die Mosfets sehen nicht gut aus. Oh, hier sind voll viele gestorben. Wo ist Georg? Ist Georg gar nicht. Hier ist irgendwie Georg gestorben und das Spiel ist tot, weil Georg halt tot ist. Nimm dies. Ja. Los. Geht doch. Ach, da ist Georg bei Thames. Die alten Buddies. Thames kriegt irgendwie... Ich weiß nicht. Man hätte ihn auch irgendwie zaubern lassen können. Die wollten hier irgendwie Kämpfe scheinbar nicht so einfach haben. Er wird ja eh nur magisches Geschoss zaubern. Dass es vorbei ist. Wir hätten sie nicht mehr lange. Georg, hättest du nichts gesagt. Es kommen da noch welche. Oh, verbackte Animation, toll. Dagon! Heute wurde viel Blut vergossen. Dafür wird unser Feind bezahlen. Das ist voll schlimm, weil vor den Patches sind diese drei Klingenwesen hier, die dem Tode nahe sind, die sind dann so voll dramatisch von denen da erschossen worden. Und seit den Patches ist sie verbuggt und dann stehen die hier nur rum. Das ist richtig dumm. Weil, ja. Das war vorher viel eindrucksvoller und ich finde, ein Patch sollte Bugs beheben und keine neuen hinzufügen. Genauso wie mit den Soundsets. Vorher waren die vor den Patches nur auf Englisch. Aber mindestens richtig. Nach den Patches, wie gesagt, schreit irgendwie mitten im Kampf mit einer Hallo. Und das ist so lächerlich, ne? Ich habe die gepatchten Sounddateien auch alle rausgelöscht. Ich habe so ein Fanmade-Patch, aber... Vorerst. Holt die Verwundeten und die Sterbenden. Mal sehen, wie viele wir dem Tod noch entreißen können. Dank den Göttern, dass wir sie in diesem Gehöft aufhalten konnten. Wie viele Leute haben wir verloren? Ian, Vera, Pearson. Was waren das überhaupt für Dinge? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Das sind Klingenwesen. Sie sind in unserem Reich nur selten anzutreffen. Sie leben an einem dunklen Ort. Ja, was bei den neuen Höllen machen sie dann hier? Lathander enthüllt mir nicht alle Mysterien. Wir müssen uns auf unseren Verstand und unsere Ressourcen verlassen. Einer dieser Zwerge sagte, dass sie etwas suchen würden. Weiß irgendjemand, was das sein könnte? Komm her, Mädchen. Das ist nicht gut, wenn wir damit verschwinden. Bist du unverletzt. Viele hatten nicht so viel Glück. Und andere haben die Nacht nicht überlebt. Ich hörte, du hast bei dem Angriff eine Freundin verloren. Was für eine Tragödie. Sie war ein vielversprechender junger Magus, habe ich gehört. Mehr habt ihr dazu nichts zu sagen? Was soll er denn dazu mehr sagen? Ihn zu unterstellen, dass er das nicht verstehen könnte, will ich nicht, weil... Wir haben ja bis jetzt auch nicht seine Frau gesehen, deswegen weiß ich... Also ich denke schon, dass er auch schon schwere Verluste hatte. Bleiben wir neutral. Der ganze Angriff war eine Tragödie. Ja, und es bringt nichts, unsere Verluste zu betrauern. Es gibt noch so viel zu tun. Ich habe nicht viel Zeit zum Reden. Wir haben viele Verwundete. Es gibt da etwas, das du tun musst. Noch heute Nacht.
Diese Klingenwesen waren hier, weil sie etwas suchten, und ich fürchte, ich weiß, was das ist. Ja, was muss ich denn tun? Sehr gut. Heute ist keine Nacht für Worte, sondern für Taten. Es gibt da einen Gegenstand. Einen Silbersplitter. Vor langer Zeit versteckte ich ihn in den alten Steinen vor der Stadt. Ich fürchte, er hat diese Kreaturen hergelockt. Ja, wir sollten... Er wird uns jetzt eh keine Frage beantworten, deswegen... Ich bin bereit, sag mir, was ich tun muss. Die Steine vor der Stadt sind alt und tief. Suche in der entlegensten Kammer dieser Ruine nach einer Schatulle. Darin befindet sich der Splitter. Noch etwas? Nur noch eine Sache. Du solltest nicht allein gehen. Bevel, du musst meine Tochter zu den Ruinen begleiten. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber Georg sagt, die Ruinen wären von den Echsen übernommen worden. Und darum müsst ihr gehen. Gemeinsam könnt ihr siegen, wo einer scheitern würde. Die Schreie der Verwundeten können nicht länger ignoriert werden. Finde den Splitter. Finde ihn und bring ihn her. Nichts für ungut, aber bei deinem Vater stehen mir alle Nackenhaare zu Berge. Wenn wir das durchziehen wollen, sollten wir uns beeilen. Es klingt, als wäre es eilig. Ich bin bereit, gehen wir. Dieser Pfad den Fluss entlang ist der beste Weg in den Sumpf. Hoffentlich sind diese Ruinen nicht so schwer zu finden. Sonst sind wir noch die ganze Nacht da draußen. Es ist Ewigkeiten her, dass ich mich so weit in den Sumpf vorgewagt habe. Noch ein kleines Stück, dann sind wir bei den Ruinen. Da vorne erwarten uns wohl noch mehr Echsenmenschen. Also, geh voraus, würde ich sagen. Du bist ja ein Held. Oh, ach, erstmal rasten. Mal eben ein bisschen off-topic. Kennt einer von euch Naruto? Denkt Synchronstimme Sascha Dräger. Das ist auch die Synchronstimme von Itachi. Finde ich sehr lustig. Wollte ich nur mal eben erwähnen. Weil es sind komplett unterschiedliche... Obwohl, so komplett unterschiedlich sind die eigentlich gar nicht. Aber egal. So. Das ist so ungefähr 3 Minuten in der Aufnahme. Und darf ich... Nehme ich mir nochmal die Zeit, da wir jetzt nicht so gehetzt werden... Bisschen mal was zu erklären, und zwar wie so ein Angriffszauber funktioniert. Also hier steht Zauberstufe, also ab wann, welche Stufe wir so einen Zauber benutzen können. Bade, Kleriker, können ihr am 2. Hexenmeister und Zauberer können den erst ab 3. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die könnten den alle genau gleich. Dann die Schule. Ist Verzauberung, das ist für einen Kleriker nicht sehr wichtig, aber für Magier ist das sehr wichtig, weil... Nein! Mist, jetzt kämpfen die, egal. Ich habe das doofe Pausezeichen hier in Dingens. Also Magier spezialisieren sich einfach auf eine Schule und dann können die eine Schule nicht benutzen. Und aber auf der Spezialisierten sind die da besser und das kann zum Beispiel Verzauberung sein und so. Kategorie... Ich glaube, dann ist irgendwie Schadenszauber oder sonst was. Irgendwie steht hier jetzt nichts. Komponenten? Keine Ahnung. VG, was das heißen soll, weiß ich echt nicht. Ich glaube, V heißt Verzauberung und G Geist, also... Ja... Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Reichweite, Mittel. Das heißt, wir können den aus mittlerer Reichweite zaubern. Wirkungsbereich Ziel ist eine Kreatur. Da gibt es entweder sich selbst, den Umkreis des Zauberwirkers, eine Kreatur, wo man meistens immer noch unterscheidet. Also eine Kreatur ist meistens ein Gegner, ein Verbündeter gibt es dann auch. Dann ist das ein Gruppenmitglied. Und ja, dann gibt es noch... gegnerische Kreaturen oder so. Also halt die Flächen wirken, aber nicht unsere eigenen Leute schaden können. Und dann gibt's Flächenwirkung. Und die schaden allen. Oder helfen allen, wenn es ein Buff ist. Dann Rettungswurf. Willen. Keine Wirkung. Jetzt. Mit den Rettungswürfen ist das jetzt so. Wenn ich auf jemanden zauber, zum Beispiel Person festhalten, hat der, keine Ahnung, eine Schwierigkeit von
12 oder so. Ich glaube, das ist so Standard für einen Grad 2 Zauber. Wir haben einen Willenwurf von 9. Also, ja, ich erkläre das doch mal eben mit den Zaubern, weil ich will das immer so häppchenweise erklären. Und, wo war ich mit den Willenswürfen? Genau. Und jetzt wird das verglichen. Wenn er 12 ist, ist unser reiner Willenswert wieder drunter. Das heißt, wir würden verzaubert werden. Ja, Alter, Wellis rastet wieder aus. Hört man aber, glaube ich, nicht allzu stark. Dann aber wird noch gewürfelt auf den Willenswurf, genau wie auf dem Talent. Und dann brauchen wir nur eine 3. Ich glaube, der muss genauso hoch sein, um den zu widerstehen. Weil sind wir nicht gelähmt. Und dann hat das keine Wirkung. Manchen Zaubern ist es auch halber Schaden oder geringere Wirkung. Ja, dann Zauberresistenz. Gibt es hier manche Wesen wie Dunkelelfen oder Gesenki, die haben eine Zauberresistenz. Und je nachdem wie hoch die ist, ist das eine bestimmte Prozentchance, wie so ein Zauber fehlschlagen kann. Also nicht durchkommt. Gibt immer Gegenstände, die das auch erhöhen. Also und ja, also bei Yash ist halt, wird davon beeinflusst. Und so funktionieren eigentlich Zauber und die Wirkungen sind halt immer anders. Die machen Schaden, manche leben, manche buffen. Das war mal eben das Zaubern im etwas ausführlicheren Schnelldurchgang. Ich sage jetzt Tschüss, bis zur nächsten Folge. Let's Play Nevermind the Night 2.